Blood Sugar Lounge. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Blood Sugar Lounge fragt nach. In der ersten Staffel spreche ich mit Diplompsychologin Susanne Baulig. Sie ist Leitung Schwerpunkt Psychodiabetologie und psychologische Psychotherapeutin. Mein Name ist Lena Schmidt, ich bin Redakteurin im Kirchheim Verlag und stelle in der ersten Staffel der lieben Susa viele Fragen zum Überthema Diabetes und Psychologie. In der zweiten Folge sprechen wir über das Thema Akzeptanz. Warum ist Akzeptanz beim Thema Diabetes so wichtig? Was ist eine Akzeptanzstörung und wie schaffe ich es, die Akzeptanz beizubehalten? Zu Beginn, liebe Susa, habe ich aber wie immer ein paar Fragen für dich. Ich bin schon gespannt. Was sagst du zu Geld oder Liebe? Liebe. Oh. Pizza oder Döner? Das ist keine Frage, die man wirklich stellen darf, weil man darf sich dann nicht entscheiden. Aber ich weiß, ich muss mich entscheiden und dann nehme ich Döner. Döner? Auf Pizza. Das ist gut. Lecker. Thailand oder Österreich? Ja, das ist auch total fies, aber ich nehme Österreich. Warst du schon in beiden Ländern? Ja, war ich wirklich schon. Sehr gut, Österreich. Susa, heute sprechen wir über das Thema Akzeptanz. Viele Menschen mit Diabetes haben nach der Diagnose ein Problem damit, den Diabetes zu akzeptieren. Aber was bedeutet das eigentlich, eine Erkrankung zu akzeptieren und warum ist das so wichtig für den Erkrankten? Ja, also es gibt nicht die eine Definition von Diabetesakzeptanz. Also das wird man in keinem Lehrbuch oder so finden. Aber es gibt verschiedene Beschreibungen, was Diabetesakzeptanz bedeuten kann. Und so jede Beschreibung legt da eigentlich ein bisschen andere Schwerpunkte. Ich persönlich finde immer die Beschreibung, die Achim Stenzel in seinem Buch gibt, darauf würde ich vielleicht am Ende nochmal eingehen. Also die finde ich ganz gut von ihm und der sagt, dass Diabetesakzeptanz dann vorliegt, wenn drei Punkte erfüllt sind. Ich kann die ja mal aufzählen. Also der erste Punkt ist, dass die betroffene Person anerkennen kann, dass sie Diabetes des jeweiligen Typs hat. Ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend. Der zweite Punkt wäre, sie ist davon überzeugt, dass sie den Diabetes und die Behandlung des Diabetes auf gute und zufriedenstellende Weise in den Alltag integriert hat. Das bedeutet, dass die Person mit dem ganzen Aufwand, der dahinter steht, dass sie jetzt gute Blutzuckerwerte bekommt, nicht allzu überfordert ist. Die kommt damit gut zurecht und ist nicht sehr belastet damit. Der dritte Punkt ist, dass die Person sich in der Regel so verhält, dass der Diabetes sie nicht davon abhält, wichtige Ziele, die sie im Leben hat, zu erreichen. Und das wiederum bedeutet, sie hat normalerweise ganz gute Blutzuckerwerte. Also es kommt jetzt nicht in nennenswertem Ausmaß zu Hypos oder zu total hohen Werten. Also dass beides ab und an mal vorkommt, ist ja klar. Das heißt, das Risiko, eine Folgeerkrankung zu bekommen, ist nicht außergewöhnlich hoch und die Lebensqualität, zumindest bezogen auf die körperliche Gesundheit, die leidet nicht unter dem Diabetes. Und wenn jetzt diese drei Punkte alle erfüllt sind, dann würde man eben von einer vorliegenden Akzeptanz des Diabetes sprechen. Aber ich glaube, man sieht schon, das ist eine Sache, die man nur ziemlich umständlich erklären kann. Und was genau ist dann eine Akzeptanzstörung? Eine Akzeptanzstörung ist jetzt im Gegensatz zu vielen anderen Störungen, über die wir uns ja unterhalten, also depressive Störung, Angststörung, Essstörung und so weiter. Das ist keine Diagnose, also keine wirklich feststehende Diagnose, die man irgendwo in einem Klassifikationssystem findet, aber es ist trotzdem ein handfestes Problem für viele Menschen mit Diabetes, was wir dann auch oft in der Psychotherapie sehen. Also es kommt wirklich oft vor, dass viele Menschen mit Diabetes noch Jahre, nachdem sie die Diagnose des Diabetes bekommen haben, total unter ihrer Erkrankung leiden. Die können sich dann echt überhaupt nicht damit arrangieren, das überhaupt zu haben und können sich nicht aktiv auseinandersetzen damit, dass sie jetzt eine chronische Erkrankung bekommen haben. Und was sind hier die häufigsten Auswirkungen?
Naja, also normalerweise vernachlässigen die dann sehr häufig ihre Diabetestherapie, beziehungsweise empfinden das eben als total große Belastung. Und ich habe auch im Vorfeld mal überlegt, welche Sätze wir von diesen Menschen, die den Diabetes eben so schlecht akzeptieren können, dann meistens hören in der Therapie. Und das sind dann oft so Sachen wie, ach, das ist mir einfach alles zu viel mit dem Diabetes. Oder ich würde den Diabetes so gern einfach mal für eine Weile auf Pause drücken, sonst schaffe ich das irgendwann gar nicht mehr. Oder ich finde das so unfair vom Leben. Ich habe mir den Diabetes doch nicht ausgesucht und jetzt muss ich mich trotzdem mein ganzes Leben lang darum kümmern. Oder der macht einfach immer Probleme, egal ob ich jetzt mit anderen essen gehen will, Sport mache, auf der Arbeit bin. Und dann muss ich den anderen das auch immer noch erklären, wieso ich jetzt nicht so spontan sein kann. Und ich glaube, da sieht man ganz gut, dass Probleme mit der Akzeptanz sich in verschiedenen Bereichen des Alltags ausdrücken und dann eben auch verschiedene Auswirkungen haben können. Und warum ist es so schwierig, dann einen Typ-1-Diabetes zu akzeptieren? Ich glaube, da gibt es total viele Gründe, wieso das so schwer fällt. Aber wenn ich es jetzt wirklich nur auf Typ 1 beziehen soll, dann spielt da klar eine große Rolle, dass so eine Insulinbehandlung und alles, was da drumherum ist, einfach sehr, sehr aufwendig ist. Das ist ja im Grunde eine tagesfüllende Aufgabe. Oder plötzlich nicht mehr so spontan sein zu können, jetzt nicht nur beim Essen, sondern eben zum Beispiel auch bei sportlichen Aktivitäten oder anderen Aktivitäten, die man jetzt nicht mehr so einfach oder zumindest nicht ohne Planung machen kann. Das ist eben genau das, was man in diesen Sätzen, die ich eben gesagt habe, so raushören kann. Aber ich glaube, abgesehen davon gibt es schon noch mehr Gründe und ein wichtiger Grund ist auch dieser Zeitpunkt, wann man den Diabetes bekommen hat, weil das ist ja beim Typ-1-Diabetes oft schon in der Kindheit oder in der frühen Jugend. Und wenn man sich dann mal vorstellt, dass die Eltern von einem sehr jungen Kind ja entweder komplett oder zumindest zu einem großen Teil erstmal diese Diabetestherapie mit dem Insulinspritzen und Blutzuckermessen und so übernehmen müssen, dann kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass später so eine Autonomieentwicklung oder ein Abnabeln von den Eltern echt sehr viel schwieriger sein kann. Und viele Typ-1er erzählen ja auch, dass sie in der Pubertät den Diabetes mal genutzt haben, um mal so richtig schön gegen die Eltern rebellieren zu können. Und das ist eigentlich so das krasse Gegenteil von der gelungenen Integration vom Diabetes ins Leben. Ja, absolut. Du behandelst ja ausschließlich Erwachsene, aber das Thema Diabetes in der Kindheit ist in dem Fall offensichtlich trotzdem für dich sehr relevant, oder? Ja, genau. Also oft erzählen die Patienten und Patientinnen, bei denen der Diabetes eben wirklich schon in der Kindheit diagnostiziert wurde und bei denen das auch ziemlich lange her ist, davon, wie sie früher, also meistens in den Kinderkliniken, wo der Diabetes ja behandelt wurde, wirklich richtig von den Ärzten und Ärztinnen geschimpft bekommen haben, wenn sie einen schlechten Langzeitwert hatten. Also ich habe echt den Eindruck, dass da früher noch ziemlich holzhammermäßig vorgegangen wurde, weil wenn die Werte schlecht waren, dann lag das auf jeden Fall nur daran, dass die Kinder oder die Jugendlichen sich nicht ordentlich gekümmert haben, auf keinen Fall an irgendwelchen anderen Gründen. Und dann wurde Druck ausgeübt. Das ist das, was viele erzählen. Und das ist auch vielen heute immer noch total präsent. Aber ich hoffe und ich gehe auch mal davon aus, dass das heute ein bisschen anders läuft. Oh wow, gibt es denn da Gespräche oder irgendwie Stories, die du in der Therapie öfter hörst? Ja, also auch mal fernab jetzt von der Kindheit oder von der Zeit, in der der Diabetes in der Kindheit behandelt wurde, gibt es eine Sache, die ich ganz, ganz oft höre von Patienten oder Patientinnen mit Typ 1, nämlich das ist so dieses Vorurteil, mit dem die regelmäßig konfrontiert werden. Ah, du hast Diabetes, ah, dann hast du in der Kindheit bestimmt zu viele Süßigkeiten gegessen. Das werden zwar Menschen mit Typ 2 auch, also die hören diesen Satz, glaube ich, auch relativ häufig, aber für die Typ 1er ist es natürlich noch mal umso frustrierender, weil die sich dann immer wieder gezwungen sehen zu erklären, nein, Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, das hat jetzt nichts mit irgendeinem Zuckerkonsum in der Vergangenheit zu tun oder überhaupt mit irgendwelchem Essverhalten oder dem Gewicht.
Und ich muss echt sagen, dass ich, obwohl ich selbst keinen Diabetes habe, da wirklich richtig ärgerlich werde, wenn ich das immer wieder höre. Und ich finde es total erschreckend, wie sehr dieses Vorurteil in der Bevölkerung verbreitet ist. Also da kann ich dann Menschen mit Diabetes schon verstehen, dass das Konfrontiertsein immer wieder mit diesem Vorurteil nicht unbedingt zu einem besseren Verhältnis zur eigenen Erkrankung beiträgt. Du hast jetzt viel über einen Typ-1-Diabetes gesprochen. Wo liegt die Schwierigkeit, einen Typ-2 zu akzeptieren? Von dem, was ich von den Patienten und Patientinnen so mitbekomme, macht es für die häufig einen großen Unterschied, wie der Typ-2-Diabetes behandelt wird. Also solange man nur Medikamente nehmen muss, vielleicht mehr Bewegung ins Leben einbaut, bisschen anderes Essverhalten, dann geht das mit der Akzeptanz meistens noch ganz gut. Aber sobald ein Typ-2er Insulin spritzen muss, dann wird der Diabetes oft zu einem größeren Problem. Und ich glaube, dass das Schamgefühl hier eine ziemlich große Rolle spielt, weil natürlich auch die Personen oft vom Umfeld mit diesem Vorurteil konfrontiert sind. Du bist total disziplinlos beim Essen, deswegen hast du Übergewicht und deswegen hast du Diabetes bekommen. Also bist du auch selbst schuld am Diabetes. Aber so einfach ist es dann vermutlich nicht, oder? Nee, und so plakativ, wie ich das vorhin dargestellt habe, ist es ja wirklich oft nicht. Also diese Umstellung von Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten, die vollzieht sich ja auch nicht mal eben so nebenbei. Also das bedeutet mitunter ja schon harte Arbeit, weil Verhaltensmuster in Bezug auf Essen und Bewegung, die man ja jetzt echt mitunter seit Jahren oder Jahrzehnten so drin hatte, wenn die jetzt verändert werden müssen, dann ist das schon aufwendig und deswegen auch nicht unbedingt total einfach zu akzeptieren. Also da wird einem dann von außen, in der Regel von den Ärzten oder Ärztinnen, so ein ganz neuer Lebensstil aufgedrängt, den man sich so eigentlich nicht ausgesucht hätte. Und jetzt ganz egal, ob man das rational weiß, ja, man kann das nicht so einfach akzeptieren. Und dann kommt auch noch dazu, dass Typ-2-Diabetes ja nicht nur durch den Lebensstil beeinflusst wird, sondern ja schon auch durch die genetische Veranlagung, was viele auch nicht wissen. Jetzt haben wir viel über die Akzeptanz von Diabetes gesprochen, aber wie weit unterscheidet sich diese Akzeptanz von der Akzeptanz zu anderen chronischen Erkrankungen? Also ist es nicht eigentlich immer schwer, eine Erkrankung zu akzeptieren? Ja, es ist bestimmt immer schwer, eine Erkrankung zu akzeptieren, aber ich finde, das ist total wichtig, dass wir darüber mal sprechen, wie sich das von der Diabetesakzeptanz unterscheidet, weil das ist sicherlich auch was, was viele Menschen mit Diabetes oft belastet, weil Menschen, die keinen Diabetes haben, die wissen oft nicht, was einen Diabetes als chronische Erkrankung so besonders macht und wieso man so viele Schwierigkeiten damit haben kann, den Diabetes zu akzeptieren. Also wenn ich allein daran denke, wie oft ich anderen schon erklären musste, wieso wir in unserer Ambulanz jetzt ausgerechnet diesen Behandlungsschwerpunkt Psychodiabetologie haben und warum das wirklich nötig ist. Also gibt es tatsächlich einen Unterschied, zwischen der Diabetesakzeptanz und der Akzeptanz von anderen Krankheiten? Ja, total. Also glaube ich echt, weil einen Diabetes zu akzeptieren, das unterscheidet sich in dem Sinne von der Akzeptanz anderer chronischer Erkrankungen, dass wir hier eine ganz andere Eigenverantwortung oder ein ganz anderes gefordertes Selbstmanagement haben, als das jetzt bei anderen Krankheiten der Fall ist. Beim Diabetes reicht es ja wirklich in keinster Weise aus, einfach regelmäßig Arzttermine wahrzunehmen und dann vielleicht ein neues Medikament oder ein anderes Insulin verschrieben zu bekommen und das dann eben halt zu nehmen oder zu spritzen. Nee, das ist ja viel, viel mehr beim Diabetes. Also die Personen, die müssen ja ständig selbst entscheiden, wie sie in dieser konkreten Situation jetzt ihren Blutzucker behandeln. Also spritzen Sie jetzt oder kann der Wert so bleiben? Oder wenn Sie spritzen, wie viel sollen Sie dann spritzen? Können Sie jetzt was essen oder müssen Sie jetzt noch warten? Dann fragen die Typ-2er sich, was ist mit Bewegung? Habe ich jetzt mich heute schon ausreichend bewegt oder muss ich das vielleicht noch irgendwie einbauen? Die Typ-1er dagegen fragen sich aber, darf ich jetzt Sport machen oder passt der Blutzuckerwert jetzt überhaupt gar nicht dazu? Und all das ist ja wirklich nur ein Bruchteil von dem, womit Menschen mit Diabetes echt rund um die Uhr beschäftigt sind. Es gibt ja diesen schönen Satz, den irgendjemand mal geprägt hat: Ein Diabetiker trifft etwa 50 therapierelevante Entscheidungen pro Tag. Und ich glaube, je nachdem, was man damit einbezieht, ist man da eigentlich bei viel, viel mehr Entscheidungen noch am Tag. Und ein letzter Punkt noch. Bei Diabetes geht es auch ganz viel um Frustration. Nämlich dann, wenn man trotz aller Bemühungen,
das nicht hingekriegt hat, dass am Ende ein guter Blutzucker oder eben langfristig ein guter HbA1c dabei rauskommt. Also das bedeutet, man trägt nicht sowieso schon nur die Hauptlast, was die Behandlung angeht, sondern man scheitert eben auch dabei immer mal wieder in unterschiedlichem Ausmaß. Und das ist so bestimmt bei anderen chronischen Erkrankungen nicht der Fall. Und selbst wenn man sich richtig bemüht, gibt es da irgendwie Möglichkeiten, die Akzeptanz zu beschleunigen? Also beschleunigen wäre, glaube ich, nicht sinnvoll, beziehungsweise das würde nicht funktionieren. Es geht ja hier darum, dass man diese Tatsache, eine chronische Erkrankung zu haben, irgendwie bewältigt. Und bewältigen, das braucht immer Zeit, also manchmal auch viel Zeit. Aber was man machen kann, ist Akzeptanz zu fördern. Das geht auf jeden Fall. Da würde ich aber als Voraussetzung für eine gute Diabetesakzeptanz auf jeden Fall erstmal ansehen, dass man sehr, sehr gut über seinen Diabetes und die Behandlung vom Diabetes Bescheid weiß. Also wenn man nicht zumindest theoretisch in der Lage ist, für einigermaßen gute Blutzuckerwerte zu sorgen, dann wird das nämlich, glaube ich, mit der Akzeptanz auch nichts. Also das heißt letztlich, man braucht eine gute Schulung als Voraussetzung dafür. Und so ganz generell gibt es hier natürlich auch mal wieder nicht den einen Weg, klar, seinen Diabetes zu akzeptieren, sondern individuell ganz unterschiedliche Wege. Was ich aber persönlich ganz wichtig finde, ist, Akzeptanz wird nicht dadurch erreicht, dass man negative Gefühle, die man bezüglich des Diabetes hat, dass man die ganz schnell wegschiebt, weil man die nicht haben darf. Ist eigentlich eher das Gegenteil. Also negative Gefühle, zum Beispiel genervt sein über den Diabetes, Wut haben auf den Diabetes, die dürfen und die müssen da sein, weil die sind ja sowieso da. Und das bringt überhaupt nichts, die zu ignorieren und die wegzuschieben, weil sie kommen ja sowieso irgendwann wieder zurück und dann meistens umso stärker. Aber für manche ist es echt total schwierig, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen. Und manchmal entstehen dann aus dieser Schwierigkeit heraus wieder weitere Symptome. Also als Beispiel fallen mir jetzt Essanfälle ein. Oder es gibt ja noch viele andere Dinge, die Leute machen, um mit unangenehmen Gefühlen umzugehen, das aber nicht wirklich sinnvoll ist. Und das kann man dann aber wiederum in der Psychotherapie bearbeiten. Gibt es da bestimmte Übungen, die sich in solchen Fällen anbieten? Also konkret bezogen auf das Thema Akzeptanz gibt es in der Psychotherapie eine ganz eigene Therapieform, die heißt Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die wirklich super gute Methoden hat, jetzt nicht nur bezüglich Diabetes oder Krankheiten, sondern wirklich auf ganz viele andere Themen auch anwendbar ist. Und da geht es dann zum Beispiel auch um das Annehmen eben von negativen Gedanken oder Gefühlen, oder man macht Achtsamkeitsübungen, oder es geht sehr viel um Werte, die man im Leben hat und die man trotz oder besser gesagt mit dem Diabetes auch erreichen kann und soll. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie man den Diabetes akzeptiert. Setzen wir den Fall mal voraus, dass man ihn akzeptiert hat. Jetzt kommt es vielleicht doch ab und zu mal zu einem Rückfall. Und wie würde ich das denn schaffen, dann nicht immer wieder zurückzufallen, dass ich den Diabetes in Frage stelle und mich ärgere, so wie du es eben beschrieben hast? Also, ich würde jetzt mal ziemlich in Frage stellen, dass man immer und um jeden Preis einen Rückfall in der Akzeptanz vermeiden kann. Ich glaube, das wäre nicht unbedingt realistisch. Eine Krankheit zu akzeptieren oder akzeptiert zu haben, das ist ja kein starrer Zustand. Also, da gibt es kein Entweder-Oder. Nur weil man jetzt einmal seine Krankheit akzeptiert hat, bedeutet das ja nicht, dass ab dann das auch auf jeden Fall immer in dem gleichen Ausmaß so ist. So klar, es ist erstrebenswert, immer wenig Schwierigkeiten in Bezug auf die Krankheitsakzeptanz zu haben. Aber mir ist schon auch wichtig, dass klar wird, dass so ein Zurückfallen, um jetzt mal dieses fiese Wort Rückfall zu vermeiden, das gehört schon auch dazu. Und das bedeutet nicht, dass alles, was man bis dahin erreicht hat in puncto Krankheitsakzeptanz, dass das für die Katz war. Also man sollte sich wirklich nicht davon entmutigen lassen, wenn man merkt, dass man seit einer Weile seinen Diabetes zum großen Teil wieder total doof findet. Aber man kann natürlich einiges dafür tun, dass die Diabetesakzeptanz immer möglichst aufrechterhalten wird. Und da geht es dann eigentlich wiederum um die Sachen, die ich eben schon im Zusammenhang mit der Akzeptanzförderung beschrieben habe. Nur dass das immer und zu jedem Zeitpunkt gleich gut klappt, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber das ist dann auch okay so. Und übrigens würde ich bei dieser Gelegenheit wirklich gerne nochmal auf das Buch zurückkommen, das ich ganz am Anfang erwähnt habe. Darf ich? Gerne.
Und zwar, das Buch ist im Kirchheim Verlag erschienen, aber Oh. ich schwöre, das habe ich erst festgestellt, als ich noch mal genauer hingeguckt habe. Wir haben das schon wirklich lange in unserer Ambulanz und nutzen das durchaus auch immer mal wieder. Ich sage noch mal gerade, wie es heißt. Also das ist von Achim Stenzel und heißt Diabetes akzeptieren und Motivation gewinnen, Selbsthilfe mit der Diabetes-Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Gesagt, ist im Kirchheim Verlag erschienen. Und sowohl ich als auch Kollegin, wir nehmen das immer mal wieder zur Hand und machen da auch in der Therapie verschiedene Übungen mal draus. Aber eigentlich ist es als Ratgeber für Menschen mit Diabetes geschrieben. Also ich kann das wirklich sehr, sehr empfehlen, dass wenn man merkt, das ist ein Thema, diese Diabetes-Akzeptanz, dass man sich das einfach mal besorgt und mal reinschaut. Ich finde es gut. Das ist ein guter Tipp. Dann werden wir das Buch mal verlinken und dann könnt ihr euch das sofort im Internet angucken. Susa, ich akzeptiere dann jetzt mal, dass unser schöner Podcast heute vorbei ist. Die schlechteste Sollte nicht so Überleitung schwer ever. fallen. Vielen, vielen Dank für dieses super Gespräch und ich freue mich auf unser Treffen in 2 Wochen. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.